Gut, da sind wir wieder. Ja. Also, ihr seht auch, ich meine, meine Antworten gehen im Grunde genommen auf andere Fragen auch ein, weil es ist wie gehabt so. Es ist einfach ein Zusammenspiel, es ist ein Netz. Ja, Stimmarbeit ist ein Netz, so wie ich das heute, so wie ich sie heute empfinde und erlebe, ist Stimmarbeit ein Netz einfach, das in den Menschen hineingeht. Das heißt, meine Antworten gehen eben auch alle ein bisschen ineinander hinein, aber ich gehe trotzdem alle Fragen durch, weil jedes Mal doch etwas anderes mit angesprochen wird. Die Lydia meint, wird die Stimme bei Gelassenheit, ruhiger Stimmung automatisch tiefer? Ja. Und damit sympathischer? Ja. Oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Wieder habe ich nachgedacht über Sympathie, ne? Wie definieren wir Sympathie? Und ja, wenn wir Sympathie mit Wohlsein, mit Wohl, sich wohlfühlen, gleichsetzen, ja, wenn, das ist ja so. Ich meine, wann finden wir einen Menschen sympathisch, wenn wir uns wohlfühlen in der, in der Kompanie dieses Menschen, dann finden wir ihn sympathisch. Und wann fühlen wir uns wohl? Das hat oftmals was mit der Gelassenheit zu tun. Natürlich, ein Stressmensch wird uns weniger in unser Wohlgefühl führen. Ja, was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Entschuldigt, ich habe nur gerade noch kurz nachgelesen. Ja, die Hektik kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Also zum Beispiel durch Bewegung, hektische Menschenbewegung. Dann durch die Augen. Ja, manche Menschen haben ganz viel Stress in den Augen. Ja, manche haben ganz viel Stress in der Art, wie sie etwas oder atmen oder wie sie etwas ausdrücken werden. Ja, also ich übertreibe. Natürlich übertreibe ich. Aber im Kleinen ist es oft vorhanden. Ich lege nur die Lupe drauf, um es groß zu machen. Nun, das kommt dann eben rüber, ist Stress und Anspannung. Ja, und jetzt überlegen wir es mal. Es gibt Menschen, die können das alles zurückhalten. Ja, die können das alles zurückhalten. Zurückhalten, nicht lösen, zurückhalten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass diese Menschen, die nicht, die sich sagen, ja, gut, ich, was weiß ich, haben vielleicht einen Kurs gemacht, wo man ihnen sagt, hampel nicht so wild rum, hampel nicht so wild rum mit deinem Stress, halte die Arme ruhig, okay. Dann hat man ihnen vielleicht gesagt, rede langsamer. Macht ja alles was, ja, es löst alles etwas, wenn der Mensch durchlässig ist in sich damit. Aber es gibt auch Menschen, die alles einfach nur dann zurückhalten, haben dann auch keinen Stress mehr in den Augen, bauen dann aber so einen immensen inneren Druck auf, dass dieser Druck in der Stimme rauskommt. Es muss ja irgendwo raus. Das ist wie ein zurückgehaltener Furz, das geht nicht, der muss raus, ob er will oder nicht, oder ob wir wollen oder nicht, er muss, also wird es tun. Es geht nicht, dass man zurückhält. Das heißt, wir müssen nur schauen, wie wir dann rauslassen. Und so ist das auch mit dem Stress, ja, es hat keinen Sinn, irgendwie was drüber zu kleistern, sondern wir müssen gucken, okay, wie gehe ich um mit meinem Stress, mit meinem Druck, wie gehe ich um? Ursi, ich komme zu deiner Frage. Wie kann ich meine Stimme einsetzen, damit sie ruhig klingt und sich nicht überschlägt? Ja, das ist genau der Punkt. Es wäre Symptompflaster zu sagen, wie mache ich das mit meiner Stimme, dass die ruhig bleibt? Die Stimme wird ruhig, weil es erstmal darum geht, die Ruhe zu finden. Dann wird die auch ruhig. Und ich glaube, wichtig ist,
Für mich jedenfalls, ja. Also das ist wieder mein Ansatzpunkt. Ja, ich gehe nicht an die Blüte, ich gehe an die Wurzel. Wenn die Ruhe psychisch nicht gefunden werden kann, ist ja so, manchmal haben wir Stress, Angst. Ist so, wir sind Menschen, emotional. Dann haben wir den Körper. Körper ist wunderbar. Körper ist was ganz, also Körper ist toll. Körper ist klasse. Sehr konkret. Und dann können wir konkret etwas machen. Wenn wir es nicht schaffen, uns psychisch oder emotional runterzuholen, können wir uns körperlich runterholen. Das ist sehr, sehr konkrete Materienarbeit. Und da alles zusammenkommt, ja, kommt der Rest auch runter. Und die Stimme wird ruhig, weil der Körper ruhig wird. Und mit dem Körper der Geist und mit dem Geist die Emotion und alles, alles, alles. Also ich glaube, das Wichtige ist, wie gehabt, es geht wieder darum, ich sag's jetzt nochmal, den ein, den Angriffspunkt oder sowas zu finden, ja? Wie, also wie komme ich rein in die Materie? Wie gehabt, wenn ich weiß, ich habe jemanden vor mir, der emotional völlig überläuft, dann gehe ich nicht mit dem in die emotionale Arbeit. Das ist ja Horror. Dann gehe ich mit dem in die Körperarbeit. Logisch, immer das stärken, wovon weniger da ist. Immer das stärken, woran es mangelt. Und dann wird das andere ruhig, weil es muss ja nicht mehr laut sein. Ist das verständlich? Ist das verständlich? Jetzt bin ich schon sehr im Technischen drin. Jetzt schaue ich mal, ob ich vielleicht meine Ordnung umstelle. Was habe ich denn da hingeschrieben? Okay. Ja, weil ich gerade in diesem vom Wenigen, von dem, was an dem es mangelt, rede. Das ist mein Gedanke auch bei Hennings Frage. Der fragte, durch meine arrogante Art habe ich in meiner Stimme einen aggressiven Unterton entwickelt. Wie bekomme ich den weg? Finde ich sehr spannend. Also ich finde schon mal die Analysen sehr spannend. Es ist also ein Bewusstsein da. Das finde ich spannend, weil es hat etwas zu tun mit Emotionalität sozusagen. Oder Nicht-Emotionalität. Weil was ist Arroganz? Gut, ich möchte mal Arroganz für mich definieren, ja? Für mich ist Arroganz ein Zustand, in dem ich mich abkopple. Also sagen wir mal, wir sind in der Verbundenheit. Schön, Mobi. Ah ja, dann werde ich, deins werde ich erst später, Mobiho, beantworten. Das ist jetzt so, aber du wirst es dann sehen. Kann man den Kopf auch beeinflussen? Ja, den kann man schon beeinflussen, aber ich glaube, das Beste ist, Ossi, wir beeinflussen, wir nähren. Ich glaube, es geht ums Nähren. Lasst uns nähren, wenn der Kopf überlaut ist, dann ist er sicher, also ich sag's mal ganz frech und ganz krass, ja, aber wenn der Kopf überlaut ist, dann brüllt er so, damit wir was anderes nicht hören. Na, und das, lass uns das nähren, das andere. So würde ich das sagen. Ja, und wenn ich jetzt Arroganz definiere, um zu Henning zurückzukommen, entschuldigt, dass ich ein bisschen springe, aber weil ich ja nebenher auch ein bisschen lese, was ihr da so sagt. Die Arroganz. Was ist Arroganz? Arroganz hat was mit Status zu tun, ja? Status in der Theaterarbeit ist eine Frage von, wie stelle ich mich im Rollenspiel? Machen wir es mal ganz theatralisch, holen wir es mal aus dem Leben raus, ja? Ziehen wir es mal weg von irgendwelchen moralischen Grundsätzen. Das hat keine Wichtigkeit. Wir ziehen es einfach weg und sagen, okay, was ist Arroganz? Arroganz ist für mich, wenn ich mich ablöse und oben drüber stelle. Ah, schau mal. Ich bin da verkehrt. Gut.
und mich oben drüber stelle. Ja, in dem Augenblick bin ich sozusagen in der Überheblichkeit. Ja, ich bin überhoben über eine Situation oder einen anderen Menschen. Aber in dem Augenblick bin ich auch abgekoppelt von meiner Empathie. Ja. Und ich würde sagen, auch von meiner Empathie und dadurch von meiner menschlichen Verbindung, auch mit mir selbst, ja. Wenn das nun so ist, Hennings Frage war, wie bekomme ich den weg? Dann würde ich jetzt wieder gucken, wo ist das Problem und ich fokussiere mich auf das Problem. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass das funktioniert, sondern das ist wie wenn ich sage, wie kann ich meinen Kopf beeinflussen? Ich glaube, das ist schwieriger. Ich glaube, es ist wirklich eine bessere Sache zu sagen, okay, es fehlt mir an meiner Empathie, an meiner Wärme. Und damit ich da wieder auf die gleiche Linie komme, damit ich mich damit verbinden kann, fehlt es mir an Demut, an Bescheidenheit. Ich wäre jetzt jemand, der sagen würde, lass uns an deiner Demut arbeiten. Lass uns an deiner Bescheidenheit arbeiten, an deiner Menschlichkeit, an deiner Wärme, an deiner Verbundenheit zum Menschsein, damit du überhaupt wieder in dein Spüren reinkommst, weil wenn du in dein Spüren hineinkommst, geht der aggressive Unterton weg. Es ist eine Frage, dass ich sage es jetzt mal ganz philosophisch, dass ich erkenne mich an als Mensch. Es ist immer die Vielfalt, ja. Ich erkenne mich an als Mensch in meiner Laschheit auch. Nicht nur in dem Schönen. Sich mit seinen Sahnehäubchen anzuerkennen ist einfach. Das macht jeder. Das ist so easy. Nein, nein. In meiner Laschheit, in meiner Feigheit, in meiner Scham, auch in meiner Aggressivität, in meiner Wut, in meiner Fehlbarkeit, in dem Augenblick, in dem ich mich da anerkenne, also in meiner Menschlichkeit sozusagen, komme ich automatisch wieder runter. Die Überheblichkeit geht weg. Ich komme runter. Ich bin nicht mehr überhoben. Ich erkenne ja an, dass auch ich hier bin. Schön, sind wir wieder gleich. Dann funktioniert das mit der Verbindung. Und in dem Augenblick, in dem ich mich verbinden kann, hier kann ich mich nicht verbinden, hier kann ich, muss ich es natürlich noch entscheiden, dass ich es tue. Aber übrigens ist das Gleiche, wenn ich mich unter zu klein mache, ist genau das Gleiche, ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht mehr und nicht weniger. Wirklich wie dich selbst. Ganz wichtiger Satz. Ja, und in dem Augenblick, in dem wir auf dem gleichen Level sind, ja, da ist das Verbinden sehr einfach. Und dann geht das alles weg. Also da bin ich 100% davon überzeugt, dass dann sowohl die Arroganz geht als auch der aggressive Unterton. Ist ja oft so, ja, wenn wir es mal ganz emotional nehmen, ist ja oft so, dass einfach das Bedürfnis ist, sich hinzugeben an Menschen. Vertrauen zu haben zu Menschen. Und ich sehe, wenn ich in der Gruppe arbeite, dann ist das große Thema, das Vertrauen in sich zu ich will gar nicht sagen animieren, es geht nicht um animieren, sondern zuzulassen vielleicht, das Vertrauen neu zu entdecken oder ja, leben zu dürfen und Hingabe und dann geht das ganz schnell mit der Wärme in der Stimme zum Beispiel und mit der Ruhe und der Gelassenheit geht ganz schnell. Ruckzuck geht es. Ich glaube, wir sind ausgehungert, wir armen Menschen. Hungrige Wesen sind wir, gell? So ist es doch. Es ist Zeit. Nächstes Video. Bis gleich.